Ich wollte mich mal bei den vielen Fans bedanken. Ich spalte ja diese Luftgewehr-Nation, wenn man das mal so überhaupt nennen will. So viele Luftgewehrschützen gibt es gar nicht. Also es gibt mehr Wohnzimmer- und Garageschütze wie Sportschütze, die diese außergewöhnliche Freizeitsport betreiben. Die 10 Meter Schützen sind jetzt mal ausgenommen. Ich wollte eigentlich nur über die Field Target und das, was ich mache, beschreibe, also die andere Art Luftgewehr zu schießen. Da spaltet sich halt einiges. Ich bin zu dem Luftgewehrschießen auch über meinen Bogensport gekommen und da war ich mal im Internet und dann habe ich gesehen, aha, da kippen Tiere um. Interessiert mich davor. Ich habe das auch eine Weile durchgezogen. War schön. Und inzwischen mache ich das fast nur noch auf meinem eigenen Gelände. Der Ausdruck Garageschütze, das ist keine Abwertung von irgendwas. Im Gegenteil. Diese Leute haben meinen vollen Respekt. Und zwar, das sind die Schützen, die möchten nicht in einem Verein schießen. Die wollen nichts mit Vereinen am Hut. Zumindest die meisten. Und die sind dann auf der Suche, wo kann man schießen. Dann im Internet findet man so den ein oder anderen und kommen halt an viele an mich. Die Entfernungen sind halt so, dass genau die Leute am weitesten von mir weg wohnen. Umgekehrt ist es auch bei mir so, wollte ich jetzt viel Target schießen, eine Meisterschaft schießen, dann ist es für mich auch Hin- und Herfahrt, 900 Kilometer, 800 Kilometer muss ich rechnen. Und so geht es auch umgekehrt. Die Leute, die bei mir schießen wollen, kommen halt von der Nordseeküste, aus dem Sauerland, aus München, Nürnberg. Also immer Strecke. Und trotzdem vielen einige finden den Weg zu mir. Anrufe kriege ich in der Woche mindestens 10 Leute. Hey Kurt, ich hätte da eine Frage. Meistens geht es um Weinbergbau 300S, um die Morph. Das sind so meine Lieblingsgewehre. HW30 und so weiter. Und dann gibt es eine Unterhaltung von mindestens eine Stunde, ist also mal gar nichts. Die Leute rufen mich an, sprechen auf der Anrufbeantworter. Und ich rufe dann zurück. Jo, und es ist immer interessant. Es ist immer, handelt sich um die gleiche Geschichte. Die Leute möchten gern mal schießen, gehen dann mal irgendwo in den Schützenverein und fragen danach, ob sie mal auf 25 Meter mit ihrem Luftgewehr schießen dürften oder auf 50 Meter. Und dann kriegen sie meistens eine Absage, was ich nicht verstehe. Ich bin in beide Verbände. Ich bin beim Deutschen Schützenbund und bin beim BDS. Die Stände werden abgenommen für eine bestimmte Joule-Stärke. Warum lasst man die Leute
nicht einmal mit ihrem Luftgewehr schießen. Es gibt doch fadenscheinliche Ausreden von den Vorständen oder Sportleitern oder wer immer da Knibbel zwischen die Beine wirft. Das Geschoss könnte auf den Boden fallen. Also an die Leute, die denen das verbieten, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ihr habt null Ahnung von gar nichts, was die Schießerei angeht. Würdet ihr euch freuen, dass mal jemand vorbeikommt in eurem Verein und eventuell auch Lust finden würde, euren Kram mitzuschießen? Nee, werden sie abblockiert und nee, darf man nicht. Also das ist mal schon Daumen nach unten. Ich wäre mal gastfreundlich und würde die Leute mal schießen lassen. Die machen nichts kaputt. Das wäre mal das zu denen, die die Leute da abwimmeln. Vereine, die Leute, die mal schießen wollen, die Gäste abwimmeln, sollen auf den 10 Meter Schießstand gehen. Finde ich nicht gut. So, also vor zwei Wochen, habe ich Päckchen bekommen. Da war ein Messer drin, ein Klappmesser drin. Der Mann guckt meine Filme, ist scheinbar begeistert, hat auch einen Brief dazu gemacht, der netter. So, also mich freut das jetzt nicht, welche den Messer, die Meinung von den Leuten. Ich reg mich auf über Unpünktlichkeit von manche Kandidaten. Und es gibt einfach die Leute, die haben die Erziehung, man hat pünktlich zu erscheinen, weil ja andere Menschen auf den einen, der zu spät kommt, warten. Sind dann die, wo warten, die Arschlöcher. Bloß weil der andere nicht aus dem Nest kommt. Und wenn ja irgendwas passiert, und das kann ja immer vorkommen, heutzutage in dem Verkehr, dass man dann zu spät kommt, dann kann man ja anrufen, wenn es geht, und dann sagen, hör mal kurz, es wird ein bisschen später. Und da ist doch gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Thema. Und man muss halt den Respekt untereinander haben. Das ist mir wichtig und den Leuten, die bei mir anrufen, ist das auch wichtig. So ist das. Wenn ich in den Wettkampf, sind meine Zeiten, die Disziplin beginnt um 10.30 Uhr und dann muss ich um 10.30 Uhr, also schon vorher, muss ich an dem Stand sein, muss mich angemeldet haben und so weiter. Möglichkeit, schon war es das mit meinem Auftritt bei irgendeiner Meisterschaft. Jo, ich wollte mich bei den Leuten, die meine Filme gucken, ich schneide ja die Filme nicht. Ich habe mir am Anfang als die Mühe gemacht, Filme zu schneiden. Heutzutage schneidet jeder Filme und da werden Programme gemacht und ein Mordsaufwand betrieben. Ich will mich da unterscheiden. Bei mir soll das live rüberkommen. Und wenn es langweilig ist, muss man es ja nicht unbedingt gucken. Aber die Tipps, die ich dann gebe in meine Videos, das ist absolut das, was ich mache. Und da kenne ich mich aus und das kann man nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da mit Gelder ausgeben will, für was immer, dass so zum Schluss ein Luftgewehr 6.000 Euro mit Silvernrohr kostet. Das ist nicht meine Welt. Ich bin ein armer Rentner. Ich könnte mir auch so ein Ding kaufen, will es aber nicht. Ich besitze kein Pressluftgewehr. Sind schöne Sachen, aber mit dem TÜV und dann musst du wieder füllen. Du brauchst entweder jemanden, der dir die Sauerstoffflasche füllt,
gefüllt und oder du brauchst eine Pumpe oder und so weiter. Das mag ich nicht. Ich will so schießen, weil ich auch wirklich viel schieße. Ich gehe den ganzen Tag Pressluft füllen und also ich schieße hauptsächlich Feinwerkbau, federgetriebene 150er, 300, 300S, da habe ich einige. Dann von Weihrauch habe ich eine HW35 und das Supergewehr HB30. Das ist ein Knabegewehr. Ich habe mich mal dagegen gewehrt, hat mir jemand angeboten, mit dem zu schießen und ich habe es abgelehnt, aus Dummheit. Ich habe mir dann gekauft, ich habe eine auf WBK mit 12,5 Joule und mit 7,5 Joule ein Traumgewehr von Weihrauch, HW30S. Dann die 600er Serie von Feinwerkbau, 601, 602, 603. Ich besitze die 601 mit dem Nussbaumschaft und bin absolut mit diesen Gewehren zufrieden. Dann habe ich noch ein paar Dianas, Diana 27, Luftpistole, Diana 5, Diana 6, auch mehrere. Feinwerkbaupistole LP 65, die besitze ich schon seit 1971, 72. Ich habe da sehr gute Ergebnisse geschossen. Ich war einer von den guten Luftgewehrschützen. Wir haben damals noch 400 geschossen. Jo. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Ich schieße mehr Luftgewehr. Dann geht es darum, um diese Zielfernrohrgeschichte. Ich habe auch am Anfang, wo ich die erste Meisterschaft geschossen habe und vorher habe ich mich informiert, was sind die für Zielfernrohre, große Sache. Ich hätte die Rittergläser montiert. Die waren sehr gut und ausreichend für 25 Meter. Und du musst halt schrauben, du musst jetzt immer wieder die Schärfe einstellen. Das ist so die ganze Sache mit der Parallaxe. Da gucken wir besser bei anderen Videomacher im Internet. Parallaxe. Auf 25 Meter an Parallaxe-Schraube. Ich schieße im Jahr, sagen wir mal 200 Mal. 25 Meter schieße ich schon eher selten. Außer wir sagen mal gut, wir machen sonntags morgens mal einen Hunter-Wettkampf. Hunter-Wettkampf nach Chicken River Regeln. Und dann ist es halt 25 oder 30 Meter. Wir sind ab 50 Meter bis 75 Meter schießen die Leute am liebsten. Das heißt aber nicht, dass wir auch näher schießen. Wir machen sogar so, dass wir von 5 Meter bis 75 Meter Pfälzisch Long Range und da schrauben wir nicht an irgendwelche Parallaxe rum. Und ich kann euch garantieren, wir treffen die Leute, die da kommen. Denn mir fallen so die Augen runter, wenn das am ersten Mal 75 Meter pling macht. Das wollen die gar nicht so recht glauben, aber es ist halt so. Ich will ja den Leuten nicht ihre Zielfernrohre absprechen, aber ich sage jetzt noch einmal, wer auf 25 Meter an einer Parallaxe spauben muss, um ein viel Tageziel zu treffen. Da sollte das mal überdenken. Das ist absolut nicht nötig.
Wir schießen 50 Meter, 45 Meter. Wir achten gar nicht auf die Zwischenmaße. 41 Meter, 42 Meter. Also mich interessiert das überhaupt nicht. Ich weiß, in dem Bereich bis 25, 30 Meter schieße ich mit dem oberen Dot. Dann bis 40 Meter ist es je nach Zielfernrohr oder nach Leistung des Gewehres. Sie sind ja alle 7,5 Joule. Trotzdem gibt es da kleine Unterschiede. Und das ist dann, das kann man unterschlagen, mir treffen. Und es ist jetzt nicht so, weil ich den Parcours kenne. Wir wechseln ja die Entfernungen. Und dass das nicht zutrifft, dass wir immer wissen, aha, wenn ich hier sitze, dann sind dort vorne 40 Meter. Das ist natürlich so. Aber wir versuchen das zu vermeiden. Dann wird ein anderes Ziel rausgesucht. Auf meinem Parcours, da stehen rund, also sie sind unzählig, bestimmt 500, die ständig stehen. Und da kannst du von allen möglichen Stelle schießen. Du gehst jetzt von dem einen Eck nieder und dann geht es irgendwo durch, irgendwelche Äste durch und ach Gott, da hinten steht irgendwas. Und da weiß ich natürlich nicht, wie weit das entfernt ist. Und so machen wir das. Wenn man Zielfernrohr einschießen will, dann geht man da hin, wo man weiß, aha, da vorne sind die 40 Meter, dort sind die 50 Meter, dort sind die 70 Meter. Aber diese Zwischenergebnisse, dass ich da ständig drehen muss, das ist absoluter Humbug, nach meiner Meinung. Weil wir brauchen das nicht und wir stellen das ständig unter Beweis. Nicht nur ich, also die Leute, die da kommen, die öfter zu mir kommen, das waren alle Garageschütze. Und die schießen zum Teil jetzt schon besser wie ich. Ich habe dann alles, was ich weiß, gesagt, weitergegeben. Und die halten sich da dran. Und das ist, da sind wir jetzt bei dem Punkt. Wenn ich einem Sportschütze erklären will, hör ich mal, das macht er so und so und so, und dann guckt er mich blöd an. Ja, was will dann das Arschloch? Die Leute, die kommen daher und wollen wissen. Und ich gebe mein Wissen gern weiter. Und das führt zum Erfolg. Unweigerlich zum Erfolg. Und mir macht es dann Spaß, dass ich den Leuten hätte weiterhelfen können. Bei den Anrufen erkläre ich das alles. Man könnte vieles aus meinen Videos wissen, wenn man sie denn gucken würde. Die Leute sagen immer, ich guck deine Videos, guck deine Videos. Ja, die schalten das Video an und dann wird mal weitergesteppt. Und dann zwischendrin ist halt irgendwo eine Erklärung gewesen, die kriegen sie dann nicht mit. Und dann kommen immer wieder Fragen, die eigentlich schon in meinen Videos beantwortet sind. Ich mache das gern, ich helfe den Leuten gern. Mich über die Anrufe und dann sind auch manche Kandidaten dabei. Da funktioniert nichts. Du erklärst, schreibst WhatsApp. Meistens tauschen wir dann WhatsApp aus und dann drüber Bilder und so weiter und so fort. Und dann erklärst du irgendwas und der nächste Tag kommen dieselben Fragen wieder. Irgendwann ist dann halt auch die Sache nicht mehr so, ne, weil ich eben so ein paar Mal schon erklärt habe und der andere kapiert es nicht. Dann kann schon mal vorkommen, dass ich den aus dem WhatsApp rausschmeiße und der wird dann blockiert und fertig. Es gibt's. Man kann doch, die Leute, die WhatsApp haben, haben auch ein Smartphone. Und wenn ich jetzt was wissen will, also ich bin ja auch schon die ältere Generation, die nicht so die Computer-Freaks sind, trotzdem gucke ich den ganzen Tag an deine Kiste und guck und mach. Dann
guckt man einfach Zielfernrohr für Luftgewehr. Es gibt da diesen Handel, der fängt mit A an. Dort kaufe ich viel ein, weil es geht ratzfatz und es ist günstig. Ich muss mich noch meinem Geldbeutel strecken. Und Leute, dann gehen wir doch einfach mal her, wenn ihr was wissen wollt. Günstiges Rät dort, zum Beispiel für die Morph. Dann schreiben wir über nein, günstiges Rät dort und dann guckt man halt. Und kann dann auch mal selber was rausfinden. Ich erkläre das auch gern. Aber nicht in einer Schleife, wenn er den nächsten Tag fragt und wieder. Und war es gerade vor ein paar Tagen. Wir haben uns gut verstanden, auch Musiker. Über WhatsApp gut verstanden. Wenn ich was rausgebe, dann ist das. Es ist eine Tatsache. Ich laber keine Scheiße. Ich bin ruhig, wenn mich jemand was fragt. Heimo, kennst du das und das Gewehr? Weil ich nicht weiß, dann sage ich, okay, ich habe keine Ahnung davon. Und wenn ich Ahnung habe, gebe ich die weiter. Wenn ich sage, der Schaft zum Beispiel ist mit zwei Schaftschrauben befestigt bei einer 300S oder Steinwerkbau 150, dann sind das zwei Schaftschrauben. Und dann fragt der gute Mann, ja, sind das nicht drei? Das hat mich dann so genervt, dass ich ihn blockiert habe. Sind das nicht drei? Wenn ich sage, das sind zwei Schaftschrauben, dann sind dann das zwei Schaftschrauben. Wenn es drei gewesen wäre, hätte ich gesagt, das sind drei Schaftschrauben. Das nervt dann ein bisschen. Also diese Sache sollte man dann nicht machen. Naja, es gibt halt so Leid. Und wenn ich ein Tag habe, wo ich morgens mit dem linken Fuß aufgestanden bin, was ja jeder mal hat, dann nervt sowas. Also das war jetzt mal die Woche, in der ich blockiert habe. Hinterher hat mir es wieder leid getan, aber ich gedacht, hey, für mich ist auch das Problem, wenn dann die Leute kommen möchten und bei mir schießen wollen. Das macht mir immer ein bisschen Bauchweh. Und zwar aus dem Grund, wenn sie keine Sportschütze sind. Es gibt Sicherheitsregeln und ich muss mich darauf verlassen können, dass die Leute, die zu mir kommen, absolut die Sicherheit beachten. Also dass geladen wird am Ziel und nicht schon irgendwo hin am Tisch rumfummle. Das macht mir Bauchweh. Also ich muss mich dort verlassen können, dass wer kommt, muss. Die Sicherheit ist das A und O beim Schießsport. Da geht nichts drüber. Und wenn jetzt diese Leute so diese Fragen stellen, dass mir ein bisschen komisch vorkommt, warum braucht er jetzt so, dann habe ich auch das Gefühl, wenn der da ist, was macht der, wenn der da ist? Und es laufen mehrere Leute hier rum. Und da muss man vorsichtig sein. Also ich habe schon Leute gesagt, tut mir leid. Nein, du kannst nicht vorbeikommen. Weil ich Angst habe, dass dann irgendwas vorkommen könnte. Und das wird mir ganz schön der Arsch aufreißen. Der Mann im schwarzen Kittel wird mich anständig in den Boden hauen. So, das war es eigentlich mal. Mir fällt jetzt im Moment nichts ein. Also an die Garagen schützen und die Wohnzimmer schützen. Ihr seid hier willkommen, ihr müsst euch nur anmelden. Es ist jetzt das Parcours-Schießen geplant. Die Termine haben wir schon ein paar Mal verschieben müssen.
aus gesundheitlichen Gründen, nicht von mir, aber wo ich mich drum kümmern muss. Und du kriegst keine Hand voll Leid und einen Hut. Der eine kann da nicht, der andere, ja, da bin ich weg. Dann verlegst du, haben wir den letzten Versuch gemacht, auf den 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, sollte das Parcours-Schießen mit dem Morph stattfinden. Ja, da kann der nicht. Es ist so, ein Parcours aufzubauen, sind Minimum 100 Stunden. Langt nicht. 100 Stunden langt nicht. Weil wenn ich was mache, mache ich keine halbe Sache, sondern es muss interessant sein und die Leute kommen 300 Kilometer, 400 Kilometer daher gefahren und dann stehen da ein paar Ziele. Das Kind sagt daheim. Und das muss einfach für mich, das muss mein TÜV, ich muss das gucken, okay, es ist ein wunderbarer Schuss, wunderbar. Und wenn ich zufrieden bin, dann kann ich erst mal erwarten, dass andere Leute auch zufrieden sind. Also ich stelle nicht irgendein Ziel hin, wo man dann drauf schießt. Das wird ausprobiert, wo wird es interessant. Was ist ein schöner Schuss? Das muss Spaß machen. Weil schießen kannst du an jedem Schützenhaus. Bei mir soll das ein Erlebnis sein. Aber ich baue kein Parcours, welche 5 Schützhof. Mache ich nicht die 150 Stunden, 100, 150, 200 Stunden. Das muss ja alles wieder abgeräumt werden und wieder eingelagert und so weiter. Das mache ich nicht. So wie es aussieht, findet das nicht statt. Das ist schade, ich hätte es gern gemacht, aber das tue ich mir nicht an. Jo, viele Leute, was mich immer wieder wundert, nö, da, zu dem gehe ich nicht. Der Kollege wollte einen mitnehmen dann. Was? Nö, zu dem? Nö. Tja, es ist mal so, der Kurt ist so, wie er ist. Und wenn es nicht passt, der hat halt da nichts verloren. Der soll auch lieber daheim bleiben, ist mir lieber. Nicht, dass ich da einer ertränken muss im Chicken River. Ist noch nicht vorgekommen. Ja, ist ein Scherz. Aber die Chemie muss passen. Ich mache das, dass alle Leute Vergnügen haben. Und da haben also diese Leute, was nicht da dazu passt, haben da nichts verloren. Also ich versuche am Telefon schon herauszufinden, was ist das gegenüber für einer. Wenn man zuhört, kann man ungefähr, ich kann mir das ungefähr vorstellen, was ist das denn für ein Mensch. Und wenn die richtigen Antworten kommen, dann gibt es da keine Probleme. Ja, das ist jetzt mal ein Laberfilm wieder. Es fällt kein Schuss. Geschossen wird in der Regel bei uns sonntags morgens. Wenn jetzt diese Hitze kommt, dann bin ich morgens um 6 schon am Platz. Und dann ist bis 10, 11 Uhr, ist da wunderbar. Das ist alles im Schatten. Es ist traumhaft. Also es ist, selbst wenn man nicht schießt und sich nur da hinsetzen würde und nur guckt, wie die Sonnenstrahlen da durchfallen. Und es ist schon ein Genuss, überhaupt dort zu sein. Am Chicken River. Also Leute, nochmal vielen Dank für eure Anrufe. Ich hoffe, ihr kriegt das nicht in den falschen Hals. Man muss ab und zu mal was sagen, was einem drückt. Viele Ehen würden nicht auseinandergehen, wenn man reden würde. Man muss seine Meinung sagen können und dann weiß der Gegenüber, aha, der Typ tickt so und so. Will ich das?
Okay, will ich es nicht, bleibe ich weg. So ist es. Ich mache jetzt Schluss. Macht's gut, bleibt gesund. Vor allen Dingen gesund. Bei dem Wetter viel trinken. Und morgen muss ich noch mal erwähnen, also es waren ungefähr 400 Leute, die sich durch mein Lob sich diese Morph gekauft haben und die haben angerufen und gesagt, hey gut, super, es war nicht einer dabei, wo gesagt hat, hey, was hast du denn Scheiße gelabert, das Ding ist doch Müll. Also die Leute waren zufrieden mit der Morph und das ist ein Spaßgerät, was sehr wenig kostet. Tschüss, macht's gut. Ah ja, gut.